widmen wir uns der Fußzeile. Wenn du einen Blick auf das PDF wirfst, so siehst du jeweils unten am Seitenrand den Autorennamen, den Titel der Arbeit und die Seitenzahl. Und zwar ist das immer spiegelverkehrt, also auf der ersten Seite ist die Seitenzahl außen und das heißt rechts. Und wenn wir zur Seite 2 blättern, so ist nun die Seitenzahl auf der linken Seite, das heißt wiederum außen. Und das Ganze ist spiegelverkehrt. Ein bisschen besser sieht man das in der doppelseitigen Ansicht. Die Fußzeile rufst du auf, indem du im unteren Bereich der Seite mit einem Doppelklick reintippst. Jetzt hat sich hier oben auch das Menü geändert und ich beginne gleich zu schreiben. Also da soll zunächst der Autorenname stehen, das kann natürlich auch dein Name sein. Dann mit einem Tabulatorschlag springe ich zur Mitte. Du siehst, es ist hier oben auch ein Tabulator gesetzt, den ich auch noch etwas verschieben kann. Mit einem erneuten Tabulatorschlag springe ich ganz an den rechten Rand und hier füge ich die Seitenzahl ein. Da gibt es schon verschiedene Vorlagen, denen ich aber nicht vertraue. Ich wähle aktuelle Position, einfache Zahl. Es ist sehr wichtig, dass du die Seitenzahl mit diesem Befehl einfügst. Wenn du stattdessen die Zahl einfach so reinschreiben würdest, also beispielsweise 1, so würde diese Zahl ja einfach auf jeder Fußzeile wiederholt und das bringt natürlich nichts. Vielleicht muss ich da den Titel noch etwas mehr in die Mitte rücken und wenn wir jetzt weiter blättern, so wiederholt sich das, aber wie vorhin erwähnt, sollte das ja seitenverkehrt sein und deshalb wähle ich gerade und ungerade Seiten unterschiedlich. Und jetzt muss ich in der zweiten Seite nochmals beginnen. Da ist also als erstes die Seitenzahl an der aktuellen Position. Dann kommt wieder der Titel und dann der Autor. Und den Tabstopp für den Titel rücke ich erneut etwas mehr in die Mitte. Damit das jetzt nicht so gleichmäßig ausschaut, mache ich den Titel und den Autorennamen fit. Und dafür, damit es nicht so dominant wirkt, etwas blasser, so ein blasses Grau. Und das muss ich jetzt erneut auf der Seite 1 einstellen, also fit und blassgrau. Wenn ich erneut in den Reiter Entwurf tippe, möchte ich dir noch zwei weitere Tipps geben. Zum einen kannst du die Position der Kopf- und der Fußzeile noch anpassen. Das ist dann wichtig, wenn der Drucker nicht ganz bis an den Rand drucken kann. Dann könnte es sein, dass diese Fußzeile abgeschnitten wird. Hier kannst du die Position noch nachträglich ändern. Falls du bei deiner Abschlussarbeit ein Titelblatt haben möchtest, das du auch schon in dieser Datei drin hast und dieses Titelblatt aber noch keine Fußzeile haben soll, das ist oft so, dann kannst du hier wählen erste Seite anders. Das heißt, dann wird nur diese erste einzelne Seite anders gestaltet und da kannst du dann all diese Elemente löschen. Wenn du auf Seitenzahlen formatieren gehst, so kannst du diese noch etwas anpassen, dass zum Beispiel die Kapitelnummern einbezogen werden und dass zum Beispiel nicht mit 1 begonnen wird, sondern mit 0 wäre in diesem Fall vom Titelblatt eben sinnvoll. Dann wäre das Titelblatt die Nummer 0 und die erste Inhaltsseite wäre dann Seite 1. Und dann, das heißt, ich würde mit 0 beginnen.